Ich bin Marco Schinkel, Bandleader, Keyboarder, Pianist vom Marco Schinkel Trio. Mit dabei ist Wim de Vries am Bass, an vielen Bässen im Sechsseiter und dem Fretless Bass ist Fritz Roppel aus Köln. Und neu hinzugekommen ist der Sänger und Multiinstrumentalist Johannes Kuchter. Vielleicht kann man sagen, es ist ein Drittel Moose Hawks gehen, ein Drittel ist es Emerson, Lake & Palmer Grundlage und ein Drittel wirklich eigene Arrangements. Das Tolle ist eigentlich jetzt, das Projekt bringt Klassik, Jazz, Rock und Theatershowwesen zusammen. Da habe ich schon sehr lange von geträumt. Just take a pebble and cast it to the sea. Then watch the ripples that unfold into me. Ich habe jetzt beim Projekt so versucht, wirklich so ganz verrückte, schrille Sachen Keith Emerson so zusammenzubringen. Ich habe zum Beispiel eine Laserharfe, das sind so Laserstrahlen, wenn man die berührt, gibt es einen Synthesizer-Ton. Man erkennt, glaube ich, auch, dass ich viel Klassik gemacht habe. Anders könnte man Keith Emerson auch gar nicht zitieren, weil er selber auch ein großer Klassikspieler war. Stücke von Greg Lake, der auch letztes Jahr gestorben ist, haben wir halt auch Lucky Man zum Beispiel drauf und sehr schöne lyrische Sachen, die von unserem Sänger Johannes Kuchter dann wiedergegeben wird. I carry the dust of the journey that cannot be shaken away. Umhänge-Keyboard, was man eigentlich nur noch von Jan Hammer kennt. Das sind alles so Sachen, die eigentlich ganz aus der Mode gekommen sind vielleicht, aber ich will sie wieder aufleben lassen. We'll be right back.
finde, das ist ein schönes Spannungsfeld zwischen wilden Keyboard-Solos, lyrischen Klavierpassagen und Gesangsparts.